Da ja Ende Juni der Vertrag mit dem Jugendhaus ausläuft, würde ich fragen, ob da was geplant ist für die Jugendlichen in naher Zukunft, ob da wieder was kommt, oder? Dazu gibt es, die Frage kann ich so beantworten, dass wir ja versucht haben mit dem Obmann vom Jugend- und Schulausschuss, dass wir ein Treffen gehabt haben mit den Jugendlichen, um dort zu erheben, was hätten sie überhaupt gern. Die Sache war, die Teilnahme war relativ mager und wir werden jetzt versuchen, das Gleiche noch einmal zu tun. Wir haben mit der Betreuungseinrichtung vereinbart, dass wir den Sommer quasi für den Herbst was Neues vorbereiten und werden jetzt über den Sommer, da ist es noch weniger gebucht, also ausgenutzt worden, wie es eh schon so jetzt der Fall war, weil es waren immer nur mehr ein paar Kinder, Jugendliche, und wir werden da über den Sommer ein neues Konzept erstellen vom Jugendschulausschuss, der schon daran arbeitet, und werden dann im Herbst ein neues Konzept, glaube ich, präsentieren können. Ja, das kommt dann in den Ausschuss. Okay, danke. Wobei ich auch dazu sagen möchte, dieses Treffen mit den Jugendlichen, das war ja auch der Wunsch der Kinder bzw. der Eltern. Ja. Und das war dann keiner da. Also, schwierig. Ja, das ist auch ganz einfach. Gibt es verreichende Betreuer in der Zukunft? Wir haben mit Ihnen einmal für das Jahr Vereinbarung getroffen und dann müssen wir mehr. Also, wir starten jetzt dann in die Vorlaufensäge für das, wie es weiterhin geplant ist oder was dann kommt oder wie auch immer. Gibt es eine weitere Frage? Bitte. Mir ist aufgefallen, auf der B70 Höhe Friedhof fehlt eine Straßenbarriere. Ist das die Gemeinde bekannt und wie lange wird das Dauerfestival ersetzt? Hat eine Schadensmeldung gegeben. Wir haben jetzt erst die Unfalllaterne unten beim Kochrauch repariert. Das ist, steht auf der Liste und kommt in nächster Zeit wieder dran. Ich hätte bitte gerne eine Frage an Jürgen, entschuldige, dass ich die nicht so gut ausschaue, aber meine Frage lautet, oder meine Anregung lautet, ich finde es toll, dass du so viele Aktivitäten für die Kinder und Jugendlichen machst, aber eins, was ich nicht toll finde, ist, dass es im Ausschuss nicht besprochen wird, geschweige, dass wir mitsprechen dürfen. Und jetzt ist das überhaupt budgetiert, dass wir das alles machen? Ich meine, das ist kein, wenn es für die Kinder gut habe ich kein Problem. Nur ich war auch gern dabei. Ist mir klar, mir war auch bewusst, dass diese Frage kommen wird, irgendwann einmal. Du weißt das ja, dass ich euch in jeder Sitzung gebeten habe, aktiv und kreativ mitzuarbeiten. Ich will nicht unbedingt eine Sitzung machen für jeden, für jedes Event, das ich jetzt mache mit anderen Liebhabern. Zum Beispiel der Herr Bresen, das mit der Dingschicht, mit der Honigschicht oder das Kinderfischen oder was auch immer. Ich brauche keine Sitzung, dass wir dann da herinnen sitzen und ja sagen und im Endeffekt machst du dann erst wieder ich und dann können wir Sitzungsgelder zahlen und für was? Und die Gemeinde kostet das nicht. Okay. Ich brauche keine Sitzung oder irgendwas beschließen, wo ich für die Gemeinde keine Kosten habe. Okay. Das ist meine das jetzt Freizeit. Neu, dass wir keinen Ausschuss mehr brauchen? Doch, nein, wir brauchen schon einen Ausschuss, nach wie vor, aber nicht für die Klarigkeiten. Ich finde es toll, dass wir nicht mehr. Aber ist egal, danke für das. Aber, ja, ich hätte einen Vorschlag vielleicht, wenn du wieder was vorhast und das organisierst du scheinbar recht schnell. Vielleicht magst du es kurz anschreiben mit deinen Ausschuss. Nein, es wird eh ausgeschrieben. Auf Flugblattbasis, ja. Mehr auf Flugblattbasis. Ja. Ich finde es ganz eine tolle Idee, keine Frage. Meine, das sind aber dann auch so zeitweise sind das dann auch kurz überdachte Geschichten, die jetzt nicht langwierig geplant sind. Das sind Dinge, die man halt, weiß ich nicht, zwischen Tür und Angel einfallen. Und da, wenn ich da jetzt jedes Mal eine Sitzung mache, haben wir 20 Sitzungen. Wenn ich damals noch Obfrau war, musste ich alles in die Sitzung besprechen. Und dadurch habe ich jetzt eigentlich auch das bezogen. Okay. Aber ich bitte einfach darum, dass wir das nächste Mal im Ausschuss ausdiskutieren, vielleicht gibt es da ein neues Prozedere, wie man das kommunizieren kann. Für mich waren die Sitzungen jetzt nicht so wichtig, weil es eben nicht darum gegangen ist, informativ ja. Aber es ist nicht darum, dass wir da jetzt wieder mit dem Budget irgendwas beschließen müssen, was die Gemeinde zahlen muss. Das ist es nicht. Robert, kannst du bitte eine Handlung aufnehmen?
danke Stefan sehr ausführlich erklärt. Mir ist aufgefallen, es gibt Tafeln für die Bewegungszone mit 20 km/h beschränkt, die was zugültig sind. Ja genau, das habe ich vorher gesagt. Wann werden die enthüllt? Sobald wir die Verordnung haben. Wir haben es noch nicht verordnet bekommen von der Straßenverordnung. Das heißt, ich muss noch warten, bis ich es schriftlich habe, dass ich sie enthüllen darf. Also wir warten schon drauf, deswegen sind sie schon motiviert. Das ist halt eine sehr große Sicherheit. Sie können nicht mit Bombenschildern und Schilderinnen, weil die haben sie oder laufen drüber und war. Der Verkehr, also wir haben nicht beruhigt dort. Ne? Der Wahl steht noch die Preiskartoffeln und sobald es verordnet ist, nehmen wir die Preiskartoffeln rechts über die Zwangsgrenze. Da habe ich gesehen, dass ich da so eine Zickzack-Linie gezeichnet war, der Kennzeichnungsschule, wer verstanden? Genau. Sind die schon vorhanden oder kommen die erst? Diese Zickzack-Schule, das muss ich der Schule beantworten, das kann ich da jetzt nicht beantworten. Die werden sicher viel helfen. Ja, nein, die Tipps an der Ballnummer, die muss ich auch, diese Antwort, ob die jetzt wirklich aufzeichnen dürfen oder ob die nur einen Plan war, das kann ich da jetzt nicht beantworten. Muss ich das erste Mal sagen. Also die warten nicht bis zur Eröffnung, bis sie darf nicht werden. Die warten nicht bis zur Eröffnung, bis sie darf nicht enthüllt werden. Diese 20er Tafel? Ja. Nein, die werden sobald wir die Verordnung haben, werden die enthüllt. Ja, ich habe jetzt zu dem Thema noch eine Frage, wenn man gerade eine schöne Bilder sehen kann. Am Vorplatz vom Riverdenkmal, ne? Das ist ja leicht erhöht. Das ist eine Stufe, was auch schon beschwert hat, dass sie. Genau, ist da irgendwas angedacht, dass man die Stufe entschärft, weil es ist sehr gefährlich. Es war eine Markierung aufgeklebt, die weiß ich nicht, ob entfernt wurde oder ob sie das Wetter weggewaschen hat. Wir haben schon probiert, das farblich zu kennzeichnen. Ich habe jetzt die Anregung bekommen, das vielleicht mit Blumenkisten zu machen. Diese Idee werden wir jetzt versuchen. Bei der Planung war es nicht bewusst, dass das so oder was hier Unsicherheit führt, dass das nicht gesehen wird. Anschriften, also dass man Schräge reinbringt. Das wird, glaube ich, die runtergestolpert sein, aber nicht so. Weil die Leute stolpern, weil deswegen weiß es nicht wahrnehmen von der Optik. Also, aber wir denken darüber nach und wir werden schauen, ob das nicht, ob man nicht gleich bei den Wagen jetzt oder nicht auch noch eine Blumenkiste hinstellen kann, dass das wahrgenommen wird, dass da eine Veränderung ist im Gelände. Und die zweite Frage, weil wir gleich das Bild haben, da, wir haben jetzt einen tollen Kreisverkehr, ja, der sehr schön gemacht wurde, ja, aber ein Sündteuer ist nicht, aber ein teures Kunstwerk drinnen stehen haben. Ja, der Sündteuer hat Platz. Ist es notwendig, dass zwei große Werbetafeln den Blick auf das Kunstwerk einschränken? Ich weiß nicht, wie viel Blick haben sie größer. Diese Werbetafeln sind dahingehend, glaube ich, ein schönes Symbol, weil sie dieses Gemeinsame unterstreichen, weil wir damals alle heimischen Gärtnereien angeschrieben haben, zwei aufgrund ihrer Größe nicht mitgemacht haben und zwei sich bereit gefunden haben, das gemeinsam zu gestalten. Und ich glaube, es. Um sie ist Zoll oder um sie ist das gemeinsam? Das schon, aber sie sind uns da entgegengekommen und ich glaube, es ist ein schönes Zeichen. Aber wir können über eine Versetzung, wenn sie zu prominent positioniert sind, sicher nachdenken. Das ist ein Überrollkinder. Es geht ihnen um die Größe, ne? Ja, ich meine, ich finde, beim Kunstwerk hat sowas nichts zum Durch dabei. Wir werden auch nicht anschauen. Okay? Auch zu der Bildung, der Marktplatz. Ja. Und so haben wir da eigentlich der Gurt, der Marktplatz, die Lehrer und so weiter hinten machen soll. Ja. Das da ist ja auch für die Parkplatz danach, ne? Ja. Und das da. Ja. Das ist ja eigentlich, du hast gesagt, für die Wohnung- und Bringsituation zu. Die Volksschulleitung und die Kindergartenleitung sieht das nicht ganz so. Wir sagen, die Wohnung- und Bringsituation ausnahmslos sind die Parkplätze hinter der Veranstaltung zu genutzen. Denn diesen Zettel kann ich da erklären, weil Holen und Bringen ist klar, das muss das ausverstehen, eher vorne, ja. Schon klar. Dieser Zettel ist dadurch entstanden, kann ich auch kurz erklären, weil wenn zu einem Zeitpunkt, wo sich also die Kindergartensituation hat sich dazu verschärft. Die Kindergartensituation, dadurch, dass die jetzt runtergesiedelt sind, hat das verschärft. Ja. Die Geschichte ist folgende, dass mein Wunsch quasi, dass die länger parken, hinter der Halle parken, noch nicht Realität geworden ist. Das haben wir in der Früh durchstehen und jeden zwingen, quasi, dass sie hinten hinstellt. Dadurch sind diese Parkplätze, die du dort gezeigt hast, leider ziemlich oft besetzt. Und jetzt hat es Eltern gegeben,
die dann einfach mitten auf der Straße stehen geblieben sind, mitten in der Einfahrt hinten, dort wo die Fahrradtafel ist, aufgestanden sind. Und daraufhin hat man diese Eltern aufgefordert, wenn Kuhn nichts frei ist, dann sollen sie sich bitte nach hinten stellen und die paar Schritte nach vorne gehen. Zum Kinderbrunnen nicht mitten auf der Verkehrsfläche stehen bleiben. In dieser Woche-Situation war so, dass alles frei war. Ja. Und einer hat das umgefallen. Und dann ist die Fortschuldirektorin gekommen, mit der dann rausgekommen ist. Kindergartenkinder muss man halt reinbringen. Fortschuldkinder ist klar, die kann man dort ausstehen lassen. Kindergartenkinder kann ich dort nicht einfahren bei dem. Da muss ich parken. Ja, ja. Weil ich muss ja reinfahren. Ja. Und der ist dann rausgekommen und ist dann zusammengeschissen worden, warum man da parkt. Weil das ist der Parkplatz für die Lehrer. Okay, ich werde der Sache nachgehen und ein Gespräch. Das kann nicht sein, da bin ich bei dir, ja. Parkplatz für die Lehrer, der soll ja sein. Ich werde ein klärendes Gespräch mit Schule und Kindergarten führen. Ein Beispiel aus der Praxis war das. Ja, ja. Inhaltlich bin ich ganz bei dir, ich werde das noch einmal ansprechen und klar machen. Ja, und der Gefahr ja. Das ist ja die Öse nicht. Ja, ich weiß, ja. Beide Frauen müssen nicht sprechen. Ja. Gibt es weitere Fragen? Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann schließe ich die Fragestunde und trete in die Tagesordnung ein und darf zwei Erweiterungspunkte zum Beschluss bringen. Und zwar bitte ich um die Aufnahme im öffentlichen Teil. Das ist kurzfristig von der GKB gekommen, die durch den Bahnübergang auf der Kainerstraße Richtung Mittwoch aufgrund einer Gleissanierung, da ist es notwendig, dass wir ein paar Grundstücke tauschen mit den Anrainern und damit wir diesen Punkt aus Punkt 15 aufnehmen können, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen, danke, der Punkt ist einstimmig auf die Tagesordnung genommen und unter dem Punkt den Punkt 22, Subventionsansuchen im nicht öffentlichen Teil. Die Unterlagen, was es genau geht, liegen, weiß ich öffentlich bei euch. Wer damit einverstanden ist, dass man diese Subventionsansuchen, die da noch relativ kurzfristig hereingekommen ist, aufnehmen, bitte überzeugt und zustimmen. Gegenprobe, Enthaltungen, danke auf diese Aufnahme, auf die Tagesordnung ist einstimmig. Somit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 1. Sitzung unter Fertigung des Sitzungsprotokolles. Es ist bis dato keine schriftliche Einwendung gekommen. Gibt es heute noch eine Einwendung? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 11.03. Zu genehmigen. Wer damit einverstanden ist, bitte überzeugt die Zustimmung. Gegenprobe. Enthaltungen. Damit ist das Protokoll einstimmig angenommen und ich bitte die Schriftführer um ihre Unterschrift. Dankeschön, somit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2. Es folgen jetzt leider ein paar Tagesordnungspunkte, die für das Publikum wahrscheinlich nicht so interessant sind. Es geht um den Bebauungsplan. Die Änderung, die Beratung und den Beschluss über die Einwendung und Stellungnahme unter Punkt A und Punkt B, die Beschlussfassung darüber. Bei diesen Änderungen des Bebauungsplanes geht es um die im Bauausschuss schon öfters behandelte Schmidtgasse, wo es nur darum geht, dass wir eben die Baugrenzlinien ändern. Ist es gewünscht, dass ich die Einwendungen vorlese, oder habt ihr die ja schon durchgelesen? Dann darf ich den Punkt 1, geänderte Planungsvoraussetzung, Ungleichbehandlung, und Punkt 2, Nachvollziehbarkeit der Änderung in der Gesamtfassung. Entschuldige, die Einwendungen werden ja aufgenommen. Die Einwendung 1 geändert durch die Ergänzung, Erläuterung wird berücksichtigt und die Nachvollziehbarkeit der Änderung in der Gesamtfassung, die Einwendung wird nicht berücksichtigt. Wer mit diesen zwei
Punkt einverstanden ist, die bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen. Danke, der Antrag ist einstimmig angenommen. Wir kommen zur Einwendung Kotscha, Ingeborg. Ihr habt es auch schon gehabt, ich darf wieder auf die Verlesung verzichten. Der Behandlungsvorschlag ist die Einwendung, wurde, soweit sie den Bebauungsplan 11 betrifft, berücksichtigt. Wer damit einverstanden ist, der bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenprobe, Enthaltungen. Danke, auf dieser Antrag ist einstimmig angenommen. Wir kommen zur Einwendung 3, Franz Kotscha. Der Behandlungsvorschlag ist, die Einwendung wurde, soweit sie den Bebauungsplan 11 betrifft, berücksichtigt. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen.